Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von XCOM 2. Wir sind in der Operation Eiserner Handschuh, haben in der letzten Folge einen lebenden Codex gehackt und es sprang uns ein Avatar empor, den wir aber sofort ausgeschaltet haben und es hat komischerweise relativ problemlos funktioniert. Jetzt machen wir einfach weiter mit dieser Alien-Einrichtung und werden dann demnächst mal X4-Ladungen platzieren. So, hier links habe ich schon einen Insektopoden gehört. Kein Problem. Aber den kriegen wir jetzt auch noch klein. Da hören wir ihn schon wieder. Feuerschutz. Okay, Steve würde ich schon gern da oben lassen. Jetzt habe ich natürlich mir hier jegliche Deckung weggesprengt. Geht circa erstmal dahin. Wechsle Position. Ja, da haben wir schon getriggert. Nein! Und was habe ich gerade hier für Soundlags? Das ist ja schrecklich. Diese Variation muss das modifizierte Testsubjekt sein, an dem Dr. Wahlen experimentiert hat. Dabei hätte sie doch aber nicht gleich auch die Ausrüstung verbessern müssen. Kein Wunder, dass diese Dinge aus dem Labor ausgebrochen sind. Was haben wir denn gerade für... Nicht Pech. Also Avatar habe ich ja selbst entschieden, dass wir den machen. Aber warum kommt jetzt denn schon der Archon-König? Na gut, fangen wir mal an mit dem Axtwurf. Ja, immerhin. 3 Schaden. Ja, ne? Ich würde nicht so gerne hier... Sturm und Schuss aktivieren. Dann dorthin gehen. Ach, er brennt. Es versucht, einen unserer Soldaten zu greifen. Das müssen wir verhindern. Nein, Zoika! Oh nein, das wollte ich nicht. Nur. Hat Steve da bessere Chancen? Schieß, Steve. Und... Oh, Zoika, das tut mir echt leid. Oh, das tut mir echt leid, Zoika. Rimbalzato sulla corazza. Hat Zoika keinen Fallschaden bekommen? Nein, schön. Dann gibt's einmal Schnellfeuer auf den netten Herrn. Achso, Zoika hat schon im Prinzip zweimal geschossen, sehen wir hier dran. Nee, doch nicht. Jetzt hat er zweimal geschossen. Das wird nicht reichen. Nee. Nein, nicht verwüsten. Oh, diese Alien-Herrscher, ne? Nein. Wer ist alles drin? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Also, Steve, Amalek. Noch nicht. Wer ist noch drin? Ich sehe gerade nur 4 Federn. Es sind 2 drin. Steve können wir nicht mehr bewegen. Oh nein, dann kann ich leider nur noch Amalek versuchen zu retten. Das tut mir jetzt leid, wenn Steve jetzt sterben sollte, dann... Oh nein, das möchte ich gar nicht. Nee, da stelle ich ihn nicht hin. Ich stell ihn lieber dahin. On the move. Oh, Steve. Okay, 4 Schaden, ist alles in Ordnung.
kann leider nichts machen, weil Steve genau da dort steht. Den habe ich noch. Sie habe ich noch. 62. Und was ist, wenn ich einfach mal kurz Steve ein Hilfsprotokoll gebe? Noss hätte ich auch noch. 66. Aber dann darf Noss jetzt einmal kurz schießen. Nimmt der Steve mit. 64. Wir haben noch Luha und Yvonne. 57. Ich schieß mit Amalek. Oh, kein Sound mehr. Ich hoffe, Steve geht's gut. Kriege ich jetzt vielleicht die Nulllanze dahin? Da ist Steve mit drin. Kriegen wir nicht rein. Ne, wir nehmen nicht die Nulllanze. Wir müssen so auf ihn schießen. Ich hätte gern die Nulllanze genommen, aber Steve will ich da jetzt nicht noch mit reinpacken. Aber die haben auch so einen hohen Ausweichwert. Ich glaube, ein Stück habe ich erwischt. Ah, er ruft das Tor. Den Trick kennen wir bereits. Es darf nicht entkommen. Ja, du bist witzig, Central. Ja, das war ein guter Schuss. Das war echt ein guter Schuss. Er wird jetzt abhauen. Der hat gut was abbekommen, der Gute. Finde ich gut. Steve lebt noch. Solka lebt noch. Boah, war das eine Runde. Mit Eichhornkönig. Sto facendo qualcosa. Okay, jetzt hole ich erstmal Lou heran. Bin dabei. Und Steve geht mal Richtung Loha. Ja, dort geht er erstmal hin. Ich möchte auf jeden Fall erstmal Steve noch heilen. Und vielleicht ein bisschen nachladen, aber Amalek kann man schon mal ein Stück nach vorne gehen. Genau, wir heilen Steve mal kurz. Okay, Steve ist leider immer noch desorientiert. Aber sie darf noch mal nachladen. Wir machen jetzt eine ruhigere Runde. Nach dem Archon-König brauche ich das mal kurz. Du hast ja kostenloses Nachladen. Jetzt mal nach. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das Voluzieren auf Noss ganz gut. Es hilft doch schon. Also Voluzieren ist keine nutzlose Fähigkeit. Dann mal los. Sonst hätten wir zum Schluss nicht so gute Trefferchancen auf den Archon gehabt. Zu Befehl. Okay, dann mache ich den Rest mal auf Feuerschutz alle.
glaube, ist nur noch Soika, oder? Feuerschutz! Ach nee. Biete Feuerschutz! Und die zwei. Ah, okay. Steve ist nicht mehr desorientiert. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum die Mission sehr schwer war. Hätte ich auch drauf kommen können. Geht klar. Ich hoffe ja so ein bisschen darauf, dass der Sektopod mir hier so ein bisschen die Wand aufreißt. Ich glaube, ich habe keine Granaten mehr. Moving to position. En marcha a las coordenadas designadas. So, Steve nehme ich auch nochmal mit. Wo setzt er sich hin? Da. Via, via, via! Und dann gehen erstmal auf alle auf Feuerschutz. Guardia, mir entgeht nicht. Na los, zeigt euch. Also langsam müssen wir. Nach vorne. Ich glaube, der Sektopod will nicht von alleine kommen. Kann ich denn Loha hinsetzen? Wo kann ich denn Soika hinsetzen? Da? Oder hier? Da gefällt mir besser. Bin dabei. Wir haben ihn immer noch nicht getriggert. Das kann doch nicht sein. Der stampft doch schon seit Anfang der Mission dort rum. So, dann gehen nochmal alle auf Feuerschutz. Ich weiß, es wird gerade ein bisschen langweilig mit immer nur Feuerschutz, aber das ist mein Spielstil. Okay, immer noch nicht. Wir müssen ein Stückchen nach vorne. Wechsle Position. Minus 1-5, Sie sind bei der Zielposition. Ich notiere kurz was. So, jetzt kann ich auch weitermachen. Ich habe gerade überlegt, ob ich nicht einfach mit der Brandbombe, die der Amalek mit hat, ob ich damit die Wand aufsprengen kann. Will ich gleich einfach versuchen. Okay, Loha muss da weg. Loha muss dahin. Wechsle Position. On your order. Affirmativo. Kein Problem. Okay, wieder Feuerschutz alle. En guardia. Scanne Gebiet. Bin dabei. Got it covered. Biete Feuerschutz. Immer noch nichts. Okay, dann geht Soika jetzt doch noch ein Schrittchen vor. Huch, da hat's gerade voll geruckelt. Schon unterwegs. Ich glaube, ich werde auch mal in einer anderen Mission auf einen Sniper PB-Muni packen. Wenn ich zwei Sniper mitnehme. Okay, da kommt Amalek nicht hin. Muss Loha wieder da weg. I'm on it.
Weil wir das ja eben gerade gesehen haben beim Eichhornkönig, dass das irgendwie nicht ganz so optimal war. Schon unterwegs. Wir konnten auch halt einige Fähigkeiten nicht einsetzen, weil es tief im Weg war. Okay, wieder Feuerschutz. Todo cubierto. Gebe Feuerschutz. Study Guardia. Gebe Feuerschutz. On Overwatch. Bestätigt. Überwachung läuft. So, wo ist denn der Amalek? Hier ist hier nirgendwo Deckung. Eloha muss... Da? Rücke vor! Ich muss ja die Brandbombe relativ frühzeitig werfen, damit, reicht noch nicht. Damit... dann einer meiner Herren reinstürmen können. Oder Damen. Ich habe ja auch Damen dabei. Reinstürmen können. Voy a la ubicación designada. Und nicht durchs Feuer müssen. So, Feuerschutz alle. Ven y verás. Feuerschutz. Monta la guardia. Ich hoffe aber immer noch darauf, dass der Sektoplut einfach mal durch die Wand gelaufen kommt. Aber tut dann. Er tut mir einfach diesen Gefallen nicht. Ich kann es echt nicht verstehen. Ich muss mir auf jeden Fall merken, dass ich mehr Granaten mitnehme. Ah, sieht nicht so aus. Kann ich nicht sprengen. Wo müssen wir denn da rein? Da übers Dings. Meine Stimme, hört ihr das? Okay, dann werden wir das so machen. Wir müssen leider übers Dach. Ich werde alle relativ dicht hier so platzieren, weil ich dann Solka übers Dach reinschicken werde. Der geht schon mal dahin. Bin unterwegs. Damit halt alle relativ schnell in die Evakuierungszone reinkommen. Ne, du bewegst dich nicht mehr. Loha geht noch mal ein Stück nach vorne. Bin dabei. Und Steve, zieh schon mal nach vorn. Da so hin. Ich habe gar nicht die Feinde mitgezählt. Wie viele hatten wir denn jetzt? Wir hatten schon eine Dreiergruppe, glaube ich. Nee, eine Zweiergruppe, oder? Zweiergruppe und... Also Codex Archon. Dann Archon König. Sind drei. Dann ein Offizier und ein Lanzenträger. Sind fünf. Fehlen eigentlich noch sechs Feinde. Ich will eigentlich, dass sie zu mir kommen. Das ist so mein Plan. Deswegen spiele ich gerade sehr defensiv. Irgendwie wollen die nicht. Und ich habe leider auch keine Möglichkeit, hier die Wand zu sprengen. Was ich ziemlich bescheiden finde. Ich bringe bestimmt jetzt wieder Solka um. Ich kenne mich einfach dafür zu gut. Setz dich mal erstmal dahin. Rücke vor. Da oben auf dem Dach ist bestimmt irgendwas. Haben es mit Edwin zu tun. Ja, der Sektopot ist auf dem Dach. Nett. Sehr nett. Ja, Solka, könnt ihr euch ja vorstellen, der kommt jetzt erstmal wieder runter. Edmund ist hier. Oh, noch mehr. Jetzt sind alle auf dem Dach. Schön. Oder auch nicht. Okay, Solka? Komm mal bitte wieder. Soll ich Sturm und Schuss einfach aktivieren? Oder zur Not noch was machen? Komm, können die da unten die sehen? Ja, so ein bisschen können wir die schon sehen. Ich will erstmal Solka da runterholen. Das ist mir gerade sehr wichtig. Ich aktiviere einfach mal Sturm und Schuss. Stürmen und schießen. Dann verschanzt du dich bitte da. Bin dabei. Den sieht er noch. Und den Sektopoden.
Kann ich da nicht noch einen Ketchup-Schuss draufballern? Das Schnellfeuer. Ist beides gleich von der Wahrscheinlichkeit. Machen wir Kettenschuss. Rüstung wurde getroffen. Dann schießt der los. Oh, die Folge ist eigentlich schon vorbei. Ja, eine Bonusaktion. Die nehmen wir doch gerne. Munition ist knapp. Du siehst nur den. Ach, ich habe ja den Schlangenanzug an. Egal, schieß mal einfach hier rauf, Steve. Oh, schon wieder daneben. In der letzten Mission räumt er alles ab und hier schießt er nur daneben. Ich will vielleicht ihn dann für wen anderes lassen. Kann nicht Medina noch auf den schießen? Oder wir hacken uns den Mac? Oder wir hacken uns den Sektorboden? Wir mal kurz gucken, ob wir uns den hacken können. Die Folge wird viel zu lang. Nee, wir machen den tot. Mir gefallen die Werte nicht so ganz. Guck mal hier. Was der hier sagt. Ein Mac kann man auch immer gut gebrauchen. Ich glaube, das gefällt mir eher. Ich würde mal sagen, den haben wir locker. Das war ja voll der Killer-Hack. So, dann kann Amalek, wo ist er? Blitzschnelle Hände auf den hier machen. Hä, ist der nicht gerade gestorben, der Sektopod? Warum steht er da noch? Ich glaube, ich würde einfach an der Stelle jetzt ganz fiesen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge denn hier an dieser Stelle wieder, wenn ich weiß, wie ich hier weiter vorgehe mit den ganzen Leuten. Den ganzen Edwin und warum der Sektopod da noch steht. Aber egal. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.